Habe ich Schauske gesagt? Nein, nein, ich meine natürlich Herrn Schalauske, der am 31.12.2020 40 Jahre alt geworden ist. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, auch für die freundlichen Glückwünsche zum Geburtstag. Kommen wir aber zu einem nicht ganz so erfreulichen Thema. Wir diskutieren jetzt heute hier über die Mieterhöhung bei der Nassauischen Heimstätte. Und da will ich dann doch noch einmal darauf eingehen, was ein paar Vorrednerinnen hier gesagt haben. Frau Heitland hat gesagt, dass das Ansinnen von SPD und Linken, hier auf die Nassauische Heimstätte einzuwirken, auf Mieterhöhungen zu verzichten, das sei alter Wein in neuen Schläuchen. Ich würde Ihnen mal vorschlagen, fragen Sie mal die Mieterinnen und Mieter von 6.000 Mieterinnen und Mieter in Hessen in über 50 Städte, die demnächst ihre Mieterhöhung bekommen. Ich glaube, für die geht es nicht um alten Wein, sondern für die geht es in schwierigen Zeiten häufig auch um ihre Existenz. Und deswegen finde ich diese Bemerkung ziemlich unpassend. Und wenn Frau Förster-Heldmann jetzt sagt, dass Vorschläge für Mietbegrenzung bei einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft schon so etwas sind wie staatliche Gängelung, ja, dann möchte ich Sie fragen, ob Sie eigentlich die Aufgabe von öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften verstanden haben. Die sollen nämlich ganz bewusst niedrige Mieten bereitstellen, um breiten Schichten in der Bevölkerung bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Und dass Sie in letzter Zeit hier in wohnungspolitischen Debatten häufig dem Kollegen Lenders von der FDP recht geben, das wundert mich jedenfalls nicht bei Ihrer politischen Orientierung in der Wohnungsfrage. Und da hilft es doch auch nicht weiter, wenn wir sagen, wir sind uns doch prinzipiell alle einig. Klar, die Corona-Krise die verschärft die bestehende Mieten- und Wohnungskrise in Hessen. Für viele Menschen war schon vor der Corona-Krise die Mietbelastung kaum mehr zu stemmen. Und jetzt wissen wir alle, es kommen Kurzarbeit, es kommen Einkommensverluste, ja, im schlimmsten Fall sogar Arbeitslosigkeit dazu. Und es wird doch niemand widersprechen, dass es für die Menschen in diesem Land zunehmend schwieriger wird, ihre Miete zu bezahlen. Und dann ist es glücklicherweise so, dass bisher die Zahl der Mietausfälle Corona-bedingt noch relativ gering ist. Das hat ja auch einen Grund, und den haben wir hier auch schon diskutiert, weil die Menschen nämlich sich als allerletztes aufsparen, noch die Miete zu bezahlen. Das heißt, nur weil statistisch die Mietausfälle jetzt noch nicht in der Höhe da sind, heißt es nicht, dass sie nicht noch kommen werden, und es heißt auch nicht, dass die Menschen finanziell besonders gut dastehen, sondern sie halten alles zusammen, um ihre Miete noch zu bezahlen. Und das kann man auch wissen, wenn man z.B. mit den Mietervereinen spricht. Die sagen nämlich, sie haben einen enormen Beratungsbedarf. Selbst wenn die Mietschulden bisher noch kein Massenphänomen sind, die Ängste und Sorgen der Mieterinnen und Mieter, die sind es schon längst. Und deswegen müssen wir auch gerade jetzt deutlich machen, Wohnen ist ein Menschenrecht, das muss für alle gelten, unabhängig von Herkunft und Einkommen. Und deswegen braucht auch Schutz vor Corona dringend ein Zuhause. Und da gibt es eben eine klare Differenz zwischen Gewerkschaften, Mietervereinen, zwischen SPD und LINKEN und den GRÜNEN hier im Hessischen Landtag. Wir sind der Auffassung, der Staat muss in einer solchen Situation alles tun, um Mieterinnen und Mieter vor Mieterhöhungen und vor Verdrängung zu schützen. Wir hatten einen Antrag hier ja vorgelegt, ein hessisches Soforthilfeprogramm bereits im Frühsommer. Wir wollten einen Mietenstopp, einen sofortigen Mietenstopp in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, den Mietendeckel, aber wir wollten eben auch Einfluss nehmen, da wo die öffentliche Hand die meisten Möglichkeiten hat, nämlich bei den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Und es gab auch einmal in diesem Land Zeiten, da hat man gesagt, dass gerade öffentliche Wohnungsbaugesellschaften eine besondere soziale Verantwortung und Vorbildfunktion haben. Und wir sind der Auffassung, die müssen sie gerade in so einer Ausnahmesituation wie der Corona-Krise auch gerecht werden. Und dann ist es ja richtig, mit dem Positiven zu beginnen. Ja, im Frühjahr hat die Nassauische Heimstätte Wohnstadt als Reaktion auf die Pandemie rasch Sofortmaßnahmen zum Schutz der Mieterinnen und Mieter getroffen. Wir haben das damals im Übrigen auch begrüßt, und wir tun es heute erneut. Damit war kann es auch so sein und war bestimmt auch so, dass die NRW damit Vorbild war für andere öffentliche private Wohnungsbaugesellschaften wie etwa GWH und ABG. Aber wir müssen jetzt erleben, dass diese gute Praxis von vielen Wohnungsbaugesellschaften
im Höhepunkt der Krise völlig ohne Not über Bord geworfen wird, und das leider auch von der NHW. Man muss aber auch noch einmal eingestehen, dass die Geschäftspolitik des Unternehmens auch im letzten Jahr nicht ganz so sozial und vorbildlich war, wie es hier immer wieder transportiert wurde. So hat eine Antwort auf eine Kleine Anfrage unserer Fraktion ergeben, dass die Gesellschaft zwischen dem 1. April und dem 30. Juni insgesamt 2.303 Mieterhöhungen ausgesprochen und umgesetzt hat und im gleichen Zeitraum 12 Zwangsräumungen durchgeführt. Und das alles mitten im ersten Lockdown. Jetzt können Sie sagen, 12 Zwangsräumungen, das klingt wenig, aber jede einzelne Zwangsräumung ist für die Betroffenen dramatisch. Und deswegen, meine Damen und Herren von CDU und Grünen, das ist unsozial und einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft unwürdig. Und deshalb haben wir heute hier auch einen Antrag eingebracht, der die Nassauische Heimstätte auffordert, auf alle Mieterhöhungen seit Beginn der Pandemie zu verzichten. Und bei der GWH, über die wir hier auch schon auf Anträgen von SPD und LINKEN diskutiert haben, sieht es auch nicht besser aus. Hier wurden zwischen April und Juni 2020 nicht weniger als 3.473 Mieterhöhungen durchgeführt. In der Antwort des Ministers auf unsere Kleine Anfrage heißt es dazu lapidar, dem gewöhnlichen Durchschnitt in diesem Zeitraum entsprechend. Mitten in einer noch nie dagewesenen Krisensituation erhöht die GWH fast ein Zehntel ihrer Wohnungen die Mieten und tut so, als wäre nichts gewesen. Wir finden, auch das ist unsozial, und auch das ist einer solchen Wohnungsbaugesellschaft unwürdig, meine Damen und Herren. Und die Adolf-Miersch-Siedlung ist ja in Frankfurt, ist ja heute hier schon genannt worden, in Frankfurt-Niederrad. Da stehen Mieterhöhungen von 100 bis 200 € pro Monat im Raum. Und die meist älteren Mieterinnen und Mieter, die sich schlecht informiert fühlen. Ein solches Vorgehen wäre schon ohne Corona eine solche Mieterhöhung eine Zumutung. Aber gerade jetzt ist es einfach unmöglich, und damit muss Schluss sein. Aber wäre das alles nicht schon genug, Herr Finanzminister Boddenberg? Die NHW hat Ende letzten Jahres, kurz nach Beginn des zweiten Lockdowns und im Übrigen direkt vor Weihnachten, angekündigt, ihre im zweiten Halbjahr aufgeschobenen Mieterhöhungen dann im nächsten Jahr umzusetzen. Und das, obwohl sich für die Mieterinnen und Mieter ja überhaupt nichts zum Besseren entwickelt hat. Im Gegenteil, der zweite Lockdown hat doch die Situation für viele Menschen eher noch verschärft, hat die wirtschaftlichen Perspektiven weiter unsicher gemacht. Und in einer solchen Ausnahmesituation erhöht die landeseigene Wohnungsgesellschaft in knapp 6.000 Wohnungen in 50 Städten in Hessen die Mieten. Das, meine Damen und Herren, das muss hier diskutiert werden, weil das ist skandalös und ein neuerlicher Tiefpunkt der schwarz-grünen Wohnungspolitik der schwarz-grünen Landesregierung in diesem Land. Und ich will das auch noch einmal sagen, weil Frau Heitland und Frau Förster-Heldmann es gesagt haben, es hilft doch auch nichts, auf die durchschnittliche Miete zu verweisen, weil davon können sich die Mieterinnen und Mieter, die betroffen sind von Mieterhöhungen von 50 oder 100 € im Monat, die haben doch nichts von dem Verweis auf eine durchschnittliche Miete. Für diese Menschen ist das enorm viel Geld, und ich glaube, es wäre gut, sie würden sich auch mit denen mal unterhalten. Deswegen richtig, dass die Mieterinnen und Mieter sich zusammengetan haben, gemeinsam mit Mietvereinen und stadtpolitischen Gruppen gegen Mieterhöhungen protestiert haben. Und es ist auch nicht die alte Idee von SPD und LINKEN, dass diese Mieterhöhungen ein Problem sind und wir deswegen im Landtag darüber diskutieren, sondern eben genau dieser Menschen, die morgen, am morgigen Donnerstag an der NHW einen offenen Brief an Oberbürgermeister Peter Feldmann und den Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir übergeben. Und ich will auch noch einmal klar sagen, man muss nicht mit Peter Feldmann in allen Punkten einer Meinung sein. Aber wenn er als Aufsichtsratsvorsitzender der NH Mieterhöhungen öffentlich kritisiert, dann finde ich das richtig. Und ich würde mir wünschen, dass ein grüner Minister, der verantwortlich ist für diese landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, auch diese Mieten öffentlich kritisieren und sich für eine Begrenzung von Mieterhöhungen einsetzen würde. Was nicht heißt, dass wir natürlich Mieterhöhungen, so sie unter Verantwortung von Peter Feldmann stehen, in Wohnungsbaugesellschaften in Frankfurt am Main genauso kritisieren würden. Also kurz
Kurzum, wir schließen uns den Forderungen der Mieterinnen und Mieter an. Wir sagen klipp und klar, die Landesregierung muss dafür Sorge tragen, dass die NHW alle seit dem Ausbruch der Pandemie ausgesprochenen Mieterhöhungen umgehend und vollständig zurücknimmt und bis zum Ende der Corona-Krise auf weitere Mieterhöhungen jeglicher Art verzichtet. Das ist die Aufgabe einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft in einer sozialen Krisensituation. Nehmen Sie endlich Ihre soziale Verantwortung ernst. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schalauske.